Wohnungsbrand im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein. Am frühen Sonntagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Ernst-Henkel-Weg in Nürnberg gerufen. Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen schon aus dem Fenster. Trotz des schnellen Eingreifens der Berufs- und Freiwilligenfeuerwehr brannte die Wohnung zum größten Teil aus. Der 37-jährige Wohnungsinhaber sowie zwei weitere Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen sowie eine Katze musste zur Sicherheit zeitweise auch evakuiert werden. Der in der Wohnung entstandene Sachschaden wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Nürnberg nahm Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf.